Servus Leute! So, ich weiß. Gestern gab es keine Folge, tut mir auch leid. Das reale Leben hat mich mal wieder eingeholt, beziehungsweise mein Gesundheitszustand. Ja, was will man machen, ne? Ich habe schon wieder vergessen, die Aufnahmetaste umzulegen. Das ist natürlich suboptimal für ihr, aber gut, was soll's. Okay, wir müssen zurück in die Katakomben. Ich weiß auch gar nicht mehr, haben wir noch irgendwas da? Was haben wir denn alles dabei? Town Portals? Ja, gut, okay, dann würde ich sagen, runter in die Katakomben und mal sehen, was es so für uns da Schönes gibt. Nach Möglichkeit mache ich heute sogar eine Doppelfolge extra für euch. Wenn denn hier alles von der Technik her mitspielt, was ich momentan irgendwie so ein wenig bezweifle. Aber gut, wir müssen hier unten entlang. Mit einer... Oh Gott, die ist schon offen. Die ist offen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich... daneben, dass ich halt heute ein wenig irgendwie verschnupft bin. Was man wahrscheinlich zeitweise auch unumgänglich mitbekommt. Bin ich auch irgendwie wortkrank. Mir fällt heute gar nicht so viel ein. Also, ja. Aber wir haben ihn mit dem Stab geschlagen. Boah. Pam. Nicht gleich den Kopf verlieren, mein Lieber. Was kommt denn hier unten noch alles? So. Meine Freunde, Freunde der Nacht. Na komm. So ist brav, schön draufgehen. Da ist noch eine Closed Door. Und noch eine Closed Door. Auch wenn mir das ehrlich gesagt momentan nicht wirklich zusagt. Mit den verschlossenen Türen. Okay. Und wer weiß, was ich da eben getroffen habe. Da ist nichts. Ich weiß, es ist tierisch viel Mana-Verschwendung momentan. So durch die Gegend zu rennen. Aber. Treffer. Oh, Schreck. Die 5 bitte. Autsch. Wieder existiert noch eine. Kann doch gar nicht sein. Wo kommt ihr denn bitte alle her? So, die 7. Dankeschön. Das gibt's noch nicht. Automatisches Anzeigen von Items. Mist! Und der Kollege nervt auch noch. Ja, super. Da gebe ich mir doch die Kugel. Die Feuerkugel. Wollt ihr mich jetzt eigentlich alle auf den Arm nehmen, oder wie? Was treibst du da eigentlich? Scroll of Flesh. Ja, ich sehe momentan wieder den Ausschlag, den ich hinterlassen habe. Was war das denn bitte? Ah, Inventar ist I, genau. Hätte ich vergessen. Tut mir leid für all diejenigen, die ihre Ohren jetzt wahrscheinlich etwas weniger gebrauchen können als vorher. Sorry. Okay, da kommt doch noch was. Wow, was bist du denn? Zurück, zurück, zurück. Ah. Okay, es ist nicht zu sehen, aber wir treffen es. Das ist gruselig. Was war das bitte? Wir haben es getroffen, obwohl es nicht da war. Darauf erst nochmal einen getrunken. Komisch. Und wieso zum Henker lädt unser Mana so unterschiedlich auf? Barrel? Ah, da stehen noch Barrels. Ah! Mama mia. Ja. Lief jetzt nicht ganz so, wie es... Ja, ja, Leute. Danke. Da kommt uns doch gleich wieder was hinterhergerannt. Ich kenne doch mein Glück. Jawohl. Hallöchen, Freunde. Autsch. Lern zielen, Mann. Entweder schieß mich komplett oder lass es gleich. Ja, wie? Du existierst auch... Ist das...
viel zu viele Monster hier unten. Ja, aber wer das weiß, möge sich bitte mal melden. Wieso zum Henker laden wir unterschiedlich viel Mana durch einen Trank auf? Das würde mich mal interessieren. Weil das schnalle ich wirklich nicht. So, die haben einiges verloren, wie ich gesehen habe. Oder auch nicht. Da existiert nichts mehr. Mit Ausnahme. Leck um hier, Marschall der Kavalier. Ja, Leute, ist klar. Ihr könnt mich auch mal, aber ganz dicke. Huch! Da habe ich mich aber eben ein wenig verjagt. So, gesichert ist mal, vorsichtshalber, wer weiß, was uns hier gleich noch erwartet. Da ist... Oh, gut, der Raum ist zum Glück abgeschlossen. Da wird uns gleich was erwarten. Gold. Ja, Gold erwartet uns. Schön. Wieso müssen das... Wieso muss das immer so komisch verwinkelt sein? So, damit dürfte man alles da hinten getroffen haben. Barrel. Barrel. Wow, wir haben ein Skelett eben mit dem Stab kaputt gehauen. Cool. Weiß ich nicht. Strange. Ah! Also so langsam befürchte ich ja, dass ich für dieses Spiel eindeutig zu schreckhaft bin. So. Gesichert ist hier hinten. Ach, da sind sie schon alle. Da. Huch. Hallöchen. Und ich glaube, das Rote da hinten ist was Starkes. Wow, die Viecher machen echt viel Schaden. Ups, das war die falsche Taste. Rückzug für den ersten Moment. Safe Game. Das wird wieder kostspielig hier unten, der Kampf. Jetzt weiß ich nur nicht, kommen sie hier durch oder kommen sie nicht? Das ist jetzt wirklich die Frage. Ah, ja, sie kommen. Mann, oh Mann, die Viecher machen aber einen Schaden. Das ist ja der Hammer. Naja, vielleicht gibt's ja wieder Geld. Ich weiß ja nicht. Was mir so nebenbei einfällt, war da nicht mal irgendwas mit dem Butcher? Ah, da steht das Vieh. Out of Mana. Ja, super. Hoffentlich kommt das Vieh hinterher. Nebenbei einmal heilen bitte. Und dann das da. Safe Game. Ich hoffe nur, das war kein Fehler. Wow. Load Game. Das Vieh ist ein bisschen stärker als gedacht. Ja, das können wir direkt wieder loaden. Vielleicht haben wir getroffen, ich weiß es nicht. Aber fliehen ist an dieser Stelle echt gut angebracht. Ja, wieso? Wieso trifft er nichts? Vollzug! Mana-Trank! Ja, ja. Dann kill uns mal bitte. Okay, Plan B. Load Game. Vielleicht öfter treffen.
Wir brauchen einen bestimmten Abstand, um das Vieh zu treffen. Ja. Und möglichst nicht hängen zu bleiben. Ich weiß jetzt nur nicht, wo das hingegangen ist. Diese blöde Angewohnheit B zu drücken, um das Inventar aufzurufen. Ja, das war klar. Das hätten wir von vornherein wieder in die Tonne treten können. Wieso komme ich eigentlich immer an so unüberwindbare Gegner? So, oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Da dürfen wir schon einiges eben gerissen haben. Ah ja, ja super. Ausgerechnet jetzt bist du out of Mana, Kollege. Hahaha, bleibst du weg. Bleibst du weg. Ja, genau. Not enough mana. Dann eben das da noch hinterhergeworfen. Ach, da oben ist er jetzt. Ja, wieso stirbt die nicht? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung. Jetzt bin ich aber so langsam echt überfragt. Also, ja, das können wir direkt wieder laden. Dann probieren wir es mal anders. Und zwar, indem wir jetzt erstmal den Rückzug antreten. Ja, genau. Am besten durch eine Tür, die wir öffnen und schließen können. Danke. So. Okay, dann werden wir erstmal das Townportal hier hinstellen und nach oben gehen. Testen wir das Ganze eben mal so. Das kann doch wirklich nicht sein, so wirklich, das ist ja... Wieso kriegen wir das Vieh denn nicht platt? Wieso macht uns das überhaupt so platt, das Vieh? Das wäre mal die nächste Frage. Wow. Also tranktechnisch hat das Teil uns echt leer geräumt. Ja, da haben wir, aber das bringt uns leider nichts. Mist. Gut, Potion of Mana. Ja, da kaufen wir erstmal ein paar. Ja, mal sehen, vielleicht hat das gelangt. Wenn wir das jetzt da einräumen, das da und das da. Okay, und wieder mit ein paar mehr Tränken nach unten gehen. Nein, wobei, das könnten wir mal so machen und dann so. Okay. Was sagt denn das Geld? Naja, wir haben ziemlich viel Geld gelassen. Teure Angelegenheit, so ein Kampf. Richtig bitter wäre es jetzt natürlich, wenn das Vieh direkt da auf uns wartet. Aber das Gute ist, dass wir dann andersrum reinkommen könnten. Weil wir haben ja den direkten Zugang zu Level 5. Hello, my friend. Achso. Ja, dann danke und danke. Say goodbye. Well, what can I do for you? Sell items. Kilted armor. Brauchen wir nicht. Das da kann weg. Und das da kann weg. Achso, repair well, items. Ja, das dann schon eher. Okay, also, Receive Healing, so können wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, Potion of Healing, dann nehmen wir erstmal welche mit. So, dann haben wir hier natürlich ein tierisches Ding, na gut, Scroll of Fireball Inferno, weil ich glaube, der Butcher wird uns wahrscheinlich genauso kaputt hauen. Aber hatten wir nicht mal Quests? Magic Rock. Stay for a moment. I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the Eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen to Earth. The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it.
Ja. Bringt uns jetzt nicht so viel weiter, denn ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz, was da genau, wo der zu finden ist, und das ist ganz normal der Butcher, der noch zu holen ist. Das werden wir bei Gelegenheit auch mal machen. Ja, sichern wir lieber an dieser Stelle nochmal. Ich ahne nämlich, dass diese nette Fledermaus uns... Die Tür ist noch zu. Okay. Er steht zumindest schon mal sehr kampfbereit da. Also ich würde sagen, dass die irgendwo auf uns lauert. Irgendwo an einer ekligen Ecke, die uneinsichtig ist, wo sie uns dann direkt entgegenkommen wird, um uns zu vernichten. Hatten wir jetzt mittlerweile... Ach, da ist er doch. Ja. Wow! Was zur Hölle? Sag mal, hast du Lightning Speed geschluckt oder so? Da platzt mir ja fast die Hose. Okay, Plan. Ich habe aufgehört zu zählen. Wir holen uns jetzt erstmal den Butcher. Das ist mir eindeutig zu blöd. Nee, das mache ich nicht nochmal mit. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir wahrscheinlich beim Butcher auch nicht sehr lange überleben werden. Down to the Dungeon. Ja, waren wir schon lange nicht mehr, ne? Die 2 Minuten müsst ihr jetzt halt mal mitrennen. Ich weiß sowieso nicht mehr, wo der Butcher überhaupt war. Wo war der denn? Hat da jemand eine Ahnung? Also hier war er nicht. Okay, trifft sich schon mal gut. Dann laufen wir hier einfach durch. Wir brauchen sogar... Wir brauchen gar nicht mehr viel. Wir brauchen nur noch 20.000 etwa. Ach ja, da liegt noch ein Potion of Healing. Ist hier was Feines. Den habe ich ja gar nicht gesehen, als ich das erste Mal hier unten... Naja gut, ich glaube, als ich das erste Mal hier unten war, habe ich auch was ganz anderes geachtet. So, wo... War der auf Level 2? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall werden wir vor ihm auch nochmal safen. Ich kenne ja mein Glück. Butcher. Nein, da lang, da. So, wo ist der Butcher? Ich glaube da drin. In diesem Teil müsste er sein. Da bin ich mir sogar diesmal ziemlich sicher. Ja genau, das habe ich nämlich noch in Erinnerung. Da sind wir nämlich auch direkt schnell drauf gegangen. Und das war diese Ecke hier. Okay. Safe Game. okay, ich glaube, aber vorher werde ich nochmal kurz umräumen. Und zwar... Euch beiden da rein. Dann den... Mana Shield. Auf jeden Fall Scroll of Firewall werden wir mal reinstellen. Scroll of Fireball werden wir auch mal benutzen. Hui, drücket mir gar sehr die Daumen. Wow, der Kerl ist schnell. Ja. Ja, 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 nee. So irgendwie schon mal nicht. Okay, Firewall können wir getrost in den Harz kicken. Fireball wäre dann noch eine Idee. Mana Shield. Okay, erstmal Scroll of Fireball. Scroll of Inferno nehmen wir mal mit. Also zumindest trifft er uns schon mal nicht so oft. Das ist in gewisser Art und Weise schon mal vorteilhaft. Ja, dann komm raus mit deinem Fresh Meat. Na komm. Oh, 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 da kommt er. Aha, ja super. Jetzt bin ich mal am überlegen. Ich glaube, ich probiere das jetzt einfach mal.
Ich habe gehört, er soll dann hier irgendwo anecken. Ja, nicht wir, er bitte, er soll anecken, nicht wir. Sehr kunstvoll, sehr gut, nee. Irgendwie auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, auf die Rollen können wir Trost verzichten. Die kommen weg. Haha, gehst du Pfui, gehst du Pfui, gehst du Pfui. Geh weg, geh weg, geh weg. Hahaha, du triffst nicht, du triffst nicht. Du triffst nicht. Oh, ja, wir auch nicht, super. Ja, dreh um, dreh um. Autsch. Nein. Funktioniert so irgendwie auch nicht. Okay. So langsam gehen mir die Lösungen aus. Höchstens nochmal über den Manaphil probieren. Ich weiß nicht, ob der vielleicht was bringt. Ja, die Tür aufmachen. Die Tür auf. Okay. Oh, das war dumm. Hey! The spirits of the dead are now avenged. I have no room. Juhu! Hey, Leute, wir haben Butter besiegt. So lecker sieht das Ding nicht aus. Okay. Gibt's hier noch. Kommen irgendwie gerade so Hunger auf Steaks oder so ähnlich. Ne, danke, verzichte. Auf Menschenfleisch stehe ich nicht so. Okay. Ergo. Alle anderen rollen weg und wir werden mal dann das Teil behalten. Also die. Wisst ihr schon? Aber vorher müssen wir wahrscheinlich sowieso erstmal wieder zur guten Hexe. Denn das hat tierisch viele Mana-Tränke gefressen. Aber man muss dazu sagen, das ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Okay, safe erstmal. Sicher ist sicher. Hello, my friend. Stay a while and Talk to Kane. Ah, okay. Jetzt ist der Butcher komplett weg. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Teil verkaufen, ne? Well, what can I do for you? Brauchen wir. Hui. Brauchen wir nicht. Ich meine, was sollen wir mit Nahkampfwaffe? Repair. Ach, wobei, da können wir eigentlich mal kurz Well, danach what can I do gucken. for you? Premium Items. Silvery. Premium-Items also nicht. Hard Leather Armor. Hat zumindest schon mal Verteidigung 12. Bogen brauchen wir nicht, aber die Verteidigung. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Das sind zwei Verteidigungspunkte mehr, die wir haben. Nehmen wir mal mit. Hui, sieht schick aus. Well, what can I do for you? Sell. Und das da, jawohl. Brauchen wir nichts mehr? Okay. Dann Schluck und Schluck, danke. Und jetzt nochmal die Tränke einkaufen und die restlichen Schriftrollen verkaufen, weil die brauchen wir jetzt nun wirklich nicht mehr. Und ich kann auch nur noch eine Runde schneller reden, dann könnt ihr vielleicht gar nichts mehr verstehen. Ja, okay, war schlecht, ich weiß. Gut, Adria, the I Witch. sense a soul in search of answers. Warum da eigentlich Leave the Shack steht, obwohl da Adria the Witch ist, verstehe ich nicht.
Na gut, wir brauchen Potion of Mana, wie sonst was. Back, Cell, so, Scroll of Fireball. Scroll of Fireball. Pawn Portal Firewall kann weg. Inferno kann weg, brauchen wir auch nicht. Bringt nichts viel. Inferno können wir außerdem, ne, so nebenbei können wir selbst ausführen. Flash. Ich weiß nicht, was Flash bringt. Ja, verkaufen das mal. Schaden kann's nicht. Oh nein. So, okay, einmal kurz hier einräumen. Tap und tap und das da dahin, das da dahin und die beiden mal. So. I sense a soul in search of answers. Ja, du mich auch, Mädel. Was hast du eigentlich zum Magic Rock zu sagen? The Heaven Stone is very powerful. And were it any but Griswold who bid you find it, I would prevent it. He will harness its powers and its use will be for the good of us all. Okay. Na dann. Gut, aber wir bauen jetzt zuerst nochmal Scroll of Town Portal. Eine auf jeden Fall. Und hat die gute Frau hier diese. So ein Mist. Ja, das ist jetzt natürlich dämlich gelaufen. Also was wir versuchen können, ist dem Vieh aus dem Weg zu gehen. Und dann an dem Vieh vorbeizurennen, so außen rum zu rennen und dann in die andere Richtung weiterzulaufen und dann in die nächste Ebene. Das wäre noch eine Idee. Aber so das Vieh besiegen, auf die Art und Weise kriegen wir das sicherlich nicht hin. Aber was hat denn Bakhtin noch zu sagen? Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Zu Magic Rock? The caravan stopped here to take on some supplies for their journey to the east. I saw them quite an array of fresh fruits and some excellent sweetbreads that Garda had just finished baking. Shame what happened to them. Na, aber herzlichen Glückwunsch, dass du den vorher wenigstens noch was verkauft hast. Da hast du ja nochmal gut Geld gemacht, mein Lieber. Haben wir mit dir schon über den Magic Rock geredet? How? Well, a caravan of some very important people did stop here, but that was quite a while ago. They had strange accents and were starting on a long journey, as I recall. I don't see how you could hope to find anything that they would have been carrying. Ja, mit ihr haben wir schon mal geredet. Fällt mir an dieser Stelle so auf. Egal, was soll's. Aber mit... Was mir gerade so einfällt, wir haben mit... Wilhelm noch gar nicht geredet, zumindest was den ganzen anderen Kram angeht. Ich glaube, wir haben über den Butcher mit ihm geredet. Und wir haben ihm Geld gezahlt für etwas, was wir nicht bekommen können. Psst, over here. Ja, lober nicht. Gossip. If I were a few years older, I would shower her with whatever riches I could muster. And let me assure you, I could get my hands on some very nice stuff. Jillian is a beautiful girl who should get out of Tristram as soon as it is safe. Maybe I'll take her with me when I go. Ja klar, mein Lieber. Ein Zwerg wie du will eine erwachsene Frau mitnehmen. Mhm. Ja. Naja, man lasse ihn mal träumen. If anyone can make something out of that rock, Griswold can. He knows what he is doing. And as much as I try to steal his customers, I respect the quality of his work. Aha. Du versuchst also seine Kunden zu klauen. Na dann. Lassen wir den kleinen Jungen mal in seinen Illusionen, der die Pubertät wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise erreicht hat, sich aber dennoch wie ein Großer fühlt. Ja, und dann würde ich sagen, war's das dann auch schon wieder so für diese Zeit hier? Da durchzugehen bringt nichts, denn da kommen wir sowieso wieder nur zum Butcher und da waren wir ja schon. Wir müssen höchstens hier durch, in die Katakomben.
Und ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke, sonst kriegen wir nämlich wirklich noch ein Problem. Aber gut, das sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin würde ich sagen, tschüssili.